So. Neue deutsche Meme-Video von vor 4 Stunden hochgeladen. Deutsche Memes, die mit Knossi Englisch üben, von Willis Welt. Ich hoffe, es ist lustig. Wir gehen rein. Wer lacht, verliert. Meine Freundin korbt jeden und fragt sich, warum sie Single ist. Ich. Nicht der weibliche Bachelor. Tut mir leid. Das geht hier nicht 1, 2, 3, 4, 5 und du bist raus. Kennt ihr diese Weiber, die so jeden Typen korben und immer sagen so, oh, ich bin kein Typen? Oder kennt ihr diese Mädels, die einfach zu dir so sagen so, oh, ich wünschte, ich würde einen Typen finden wie dich. Und du denkst dir so, Digga, ich bin doch wie ich. Hier, ich bin doch da, ich will dich doch auch. Also ich will dich, aber du anscheinend nicht. Wenn sie wissen will, wie groß er ist. So viel. So ein Ding. Digga, immerhin ist er ehrlich. Ne, Ehrlichkeit wird am längsten, Bro. Ich hab keine Ahnung, wie viel das ist. Was ist das? 7 cm, Bro? Wer meint Sugar Daddy nicht sofort antwortet? Keine Zeit. Für mich hat er immer Zeit. Es wird von 2 Bier, 4, 6, 8, 10. Dann sind es 2 Sixpacks und dann sind es 3 Sixpacks. Dann gibt es mal Zündkerzen dazu. Super. Ein paar kleine Zündkerzen noch, ne? Ein kleiner Korn. Man muss aber trinken, wenn man keinen Durst hat. Und dann ist man wieder in diesem Teufelskreis drin. Ja. Einschlafen, ja. Aufstehen, Bier trinken. Schönes Bierchen. Digga, wie geil ist das denn bitte? Hey guys, I'm here back with another pool. Let's see what we get today. Das ist ein Jumpscare. Oh. Ooh, Grass Energy. Nice. Voll Müll. Nairobi. Für Fortnite! Wusstet ihr eigentlich, dass diese für Fortnite-Kinder, dass die gleichen sind, die auch dieses TikTok gemacht haben mit Moin Leute, wir gucken hier Orange Morange, GTA ist ab 18. Das sind die gleichen übrigens, ne? Keine Scheiße. Wir haben da schon so kleine Stars auch. Also ich fühle mich wirklich geehrt, dass diese Stars aus TikTok das für mich gemacht haben. Keine Scheiße. Dieses für Fortnite ist ja voll viral gegangen. Und das sind wirklich genau die gleichen, die auch dieses TikTok gemacht haben auf unserem Reddit. Dieses, GTA ist ab 18. Das sind die gleichen. Das habt ihr gut gemacht, Jungs. Muss man sagen. Props. Wenn unsere Menschheit endlich das Virus besiegt hat. Wir haben gewonnen! Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so diesen einen Tag geben wird, wo gesagt wird, yo, Corona ist vorbei. Wir haben gewonnen! Nach so vielen Jahren! Nach viel Schmerz! Es wird safe noch Jahre dauern. Viel Trauer. Leider. Nach so viel Wut! Salam alaikum. Was macht ihr denn da oben? Alaikum assalam. Was macht ihr da oben? Salam alaikum. Es gibt genügend Bugs. Der menschliche Körper ist völlig verbuggt. Ja, das ist true. Was zum Fick? Wie kann man so unendlich viele Jahre Evolution hinter sich haben und sich einfach auf die scheiß Zunge oder in die Wange beißen? Boah. Beim Essen, ne? Du bist richtig gierig, du hast richtig Hunger, auf einmal bam, beißt du dir hier unten auf die Lippe. Wer es kennt, pass auf, dann schwillt die Scheiße innen drin an und das ist ein Fluch, das ist ein Teufelskreis. Dadurch, dass es hier innen drin dann anschwillt, beißt du dir nochmal drauf, es tut doppelt weh, dann musst du so voll vorsichtig kauen und du beißt einfach nochmal drauf. Teufelskreis, am nächsten Tag nochmal. Da wieder rauszukommen, wer das geschafft hat, Bruder, der schafft auch Corona, sag ich dir ehrlich. Das ist doch völlig dumm. Sich selbst beißen, das tut total weh, blutet und das ist doch völlig scheiße. Richtig scheiße. Wenn meine Eltern zu Besuch sind und fragen, ob ich auch mal selbst koche. Das kann ich. Der Teig noch von früher, ihr wusst, wie das geht. Das kann ich heute. Ey, Uwe. Ey, Uwe. Ey, Uwe. Wow. Ey, Uwe. Wenn sie fragt, kannst du Parkour? Und du so, eigentlich nee, aber schon. Wie der Instagram-Mitarbeiter über meine Memes lacht, bevor er sie löscht. Oh mein Gott, ihr. Was steht da? Wenn man meine Haare fragen würde, wie der Friseurbesuch lief. Ihr habt mich auseinandergenommen, ihr habt mich zerrissen. Meerschweinchen sind viel härter. Okay. Nice. Ein Kurde und sein Freund sitzt in Land Rover. Also Kurdix und ein Freund, Rent. Okay. Mhm. Sein Freund sagt, du darfst das Auto eigentlich gar nicht fahren wegen dem Land.
Ah ja, verstehe, wie glatt dies da ist. Ich muss mich ganz kurz mit Lachen abduschen. Also ich habe nichts gegen Kurden so. Ich gehe in die Küche, weil ich Hunger habe, meine Mutter. Reiswaffel, steck dir die im Mund, das stillt deinen ersten Hunger und dann geht's weiter. Da sind Reiswaffeln auf dem Tisch. Mit Eiweiß kannst du später heute Abend essen. iPhone ist fresher denn je. Wir haben seit gestern am diskutieren. Wir machen auf. Nein, das ist seit gestern. Wieso? Wir ist haben weg. Ich hab deine Nachricht gelesen. Krass, ne? Boah, hat der... Steh nicht. Das her, what the fuck? Bro, er muss sich mehrere Stunden hingesetzt haben, um das zu suchen. What the fuck? Das blow my mind. Das blow my mind. Tag, Weltknuddeltag, komm. Er hat die Kontrolle über seinen Körper verloren. Der hat übrigens einen Freund, ne? Stell dir vor, du bist der Freund, denkst du so heute, hey, komm, ich schau mir einfach mal, ne, Taff an, wo meine Freundin gerade arbeitet und dann siehst du Folgendes. Ah, komm, Scheiße. Hilfe, wir haben so, jetzt müssen wir auch noch eine Moderation machen. Welcher Mann lässt sich schon gerne dabei ertappen, wenn er einer fremden Frau, wie zum Beispiel ihr, auf den Popo schaut? Würde ich natürlich niemals machen, so. Was. David Beckham natürlich auch nicht. Nein! Ich habe mir damals ein Ziel gesetzt, mit 15 Jahren habe ich mir das Ziel gesetzt, bis 30 Selfmade-Millionär zu sein. Mhm. Das habe ich erreicht. Schön. Und ich habe auch noch Ziele, die ich erreichen möchte, die sind auf erst in 10 oder 20 Jahren angesetzt. Mhm. Okay, schön. Also mein Ziel, mein wirkliches Ziel wäre es, eine Nacht mit Kim Kardashian. Geil! Schön. Ja, der Bro, das ist so schlecht. Das hat er halt geklaut von jemand aus Amerika. Oi, bleib, nicht doch Foto. Oi, 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 oi. Es ist mal, weil meine Englisch gut. Gut. Meine Englisch gut. Oh, yeah. Oder? Yeah, absolut. Wie meine Englisch? Yeah. Ist gut? Ja, yeah. Yeah, yeah, ist gut, ist gut, ist gut. 12 seconds later. Warum geht deine Kamera not? Sprachen lernen. Wenn ich meine Wohnung putze, mein Kulturschock, weil ein Araber Schlager ist. Ich auch gerne Schlager an. Echt? Ja, klar. Feier ich. Warum lachst du? Ohne Scheiß. Feier ich, Bruder. Helene, Helene, Helene. Ohne Scheiß, ich höre kein Witz. Hey, Mudo. Mach mal Mohammed Ali nach. Why you wanna call me Cassius Clay? My name is Muhammad Ali. Und jetzt Mike Tyson? I wanna punch him in the stomach and he goes down when you see my uppercut, you know, it's a little bit difficult. Und zum Abschluss, Farid Bang. Ja, kann ich natürlich auch machen, ist natürlich kein Problem. Farid Bang finde ich am krassesten, Alter. Altim, wie kommt man als Mädchen an dich ran, wenn du nur ein Junge wirst? Hat er das so gemeint? Und er so, warte mal. Seit wann kann Travis Scott Deutsch? Deutschlands bester Rapper. Nach mir, meinst du? Google, meine Heckler sind doch. Haha, Heide, Yalla, beiseite, schnell, laser, keine Männer, kleine Blender, deine Bitch, weil er Dancer wie Kylie Jenner, so ist dieses Kopf weg wie peinlich, Walla. Da sitzen ein paar 3 und 2 Heads am Telefon, Bruder. Die denken wirklich, du bist von vorgestern. Wir sind die neue Generation. Wir sind mit dem Internet groß geworden. Du fucking McDonalds-Arsch mit deinen 55. Erzähl mir nicht irgendwas. Nix gegen McDonalds. Eine Scheiße, dass mein Handy den 0,01er Upload falsch misst, du Hurensohn, du Elender. Wo ist mein 50er Upload, du Schwanznase, Digga? So, dann musst du da 50.000 Mal anrufen, Druck machen, Digga. Und auf einmal, genau wie KuchenTV gesagt hat, auf einmal geht's. Auf einmal 50er Upload. Komisch, Digga. Hat der Laptop auf einmal wirklich dann doch Bock gehabt, das richtig zu messen? Kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Ja. Schwanznase. Ja, ist einfach, Digga. Da muss man einfach sich nicht verarschen lassen. Die erzählen dir, wirklich, das muss man sich mal rein, die erzählen dir einfach Trash. Die erzählen dir einfach Trash. Was ist das laut? Send Nudes, geil. Aber auch gut gemacht. Warum kochst du schmutzige Sachen? Mach lieber deine Hausaufgabe. Ehrenloser! Ich hab keine Hausaufgaben mehr. Du bist ehrenlos! Du bist ehrenlos! Wenn der Vertretungslehrer Hausaufgaben aufgibt. Nee, das ist in meinen Augen, ist das ein ehrenloses Verhalten. Wo liegt denn Kurdistan? Also was für dich ist Kurdistan?
Ist es nur der der irakische Teil, was jetzt auch anerkannt worden ist? Oder ist es das gesamte Siedlungsgebiet? Kodex, ich bitte dich ganz kurz abzuschalten für 10 Sekunden. Kurs geht's raus. Schnauzen, Bruder. Kann ich nicht irgendwie jemandem was auf die Fresse geben? Ich will irgendwie mal auf die Fresse geben. Einfach so. Wir sind hier. Also manchmal, guck mal, ich bin ehrlich, manchmal finde ich das sehr lustig, was die Leute aus einer Aussage von einem Streamer oder YouTuber machen. Aber manchmal denke ich mir noch so, ja okay, Bruder, das ist halt jetzt einfach eine Aussage. Fresse geben. Da kannst du auch jetzt hinschreiben irgendwie, wenn meine Freundin oder wenn mein Freund mit einer anderen nicht dabei erwische. Jemandem was auf die Fresse geben. Ich will irgendwie mal auf die Fresse geben. Einfach so. Weißt du, das sind halt so, ja, okay, was ist daran so lustig? Zeig mir, aus welchem Land du kommst, ohne zu sagen, aus welchem Land du kommst. Direkt vor dem Getränkemarkt, die Tür ist offen, vermutlich will er nur mal eben schnell neue Getränke holen. Das sei aber ordnungswidrig und gefährlich, sagt Heuer. Der macht jetzt kein Foto und meldet das beim Ordnungsamt. Bitte nein, bitte nein. Deswegen notiert er das Autokennzeichen. Mit der Handy-App Wegeheld fotografiert er das Fahrzeug. Es gibt eine App Wegeheld. Und schickt die Anzeige direkt ans Ordnungsamt. Suzuki parkt in... Welcher Hund lädt sich diese App runter? Wegeheld, wo man alle Leute reporten kann, dass sie falsch parken. Zweiter Reihe, ein Hindernis für Heuer. Mit den Anzeigen will er den Druck auf die Autofahrer erhöhen. Aber nachdem ich die Fahrprüfung bestanden habe. Hier gucken auch. Manchmal hier gucken. Das kann nicht. Was, hier gucken, kurz. Okay, mach, okay. Ja, genau. Was meine Mutter denkt, was passieren wird, wenn ich einen Energy Drink trinke. Was hast du für Pläne, wenn endlich alles vorbei ist? Viel Spaß haben im Leben, möglichst viel Freude, Luxus und Genuss statt Ärger und Verdruss. Das Beste ist daran, dass man nicht kochen muss. Boah, ey, die habe ich damals bei Germany's Next Topmodel gesehen. Die ist mir so auf die Nerven gegangen mit ihrem Rumgeheule. Und dann war die auch im Dschungelcamp gewesen. Und im Dschungelcamp hat die auch so krass rumgeheult. Die hat wirklich bei jedem Furz geheult. Das ging mir so auf die Nerven. Dschungelcamp, die wurde bei jeder Prüfung rangenommen. Und ich so, komm Mädchen, zeig's den ganzen Hatern. Zeig's denen, dass du nicht nur eine bist, die rumheult. Und dann kommen die Tiere. Ich kann das nicht. Ja, aber da hast du 0 Sterne, willst du es wirklich? Nee, ich kann es nicht. Ich weiß es nur, Alter. Das ist der Zimmerservice und dass man sich zu jeder Tages- und Uhrzeit was bestellen kann. Hallo, ich hätte bitte gerne 2x Jakobsmuscheln und 2 Gläser Champagner. Ach du Scheiße, noch diese Bestellung, Alter. Sich wirklich sehr über diese Nachrichten freuen. Und ich glaube, alle sind wirklich wahnsinnig glücklich darüber, dass es jetzt geklappt hat. Denn wir haben ja im November gehört, dass Meghan letzten Juli tatsächlich eine Fehlgeburt hatte. Und ich glaube... Eine Mistgeburt? Wollte sie, glaube ich, sagen. Neue Version von einem Klassiker. Impfstoff. Ist das Inscope? Nee. Dabei haben wir den noch. Kein mehr. Gar nichts mehr. Gar kein mehr. Gar kein Impfstoff mehr. 2 noch. Verstehe ich nicht. Dritter nehme ich, dritter ist doch fein, Alter. Oh, der hat mich jetzt gegönnt. Da ist jemand sauer, Alter. Da ist irgendwer sauer. Don't take life too serious. Oder Scooter kann eigentlich nur lustig sein, sag ich dir ehrlich. Ich, im Trösten bin ich gut, auch ich. Take life too seriously, nobody gets out alive anyway. Das heißt, nimm das Leben nicht so ernst, kommst eh nicht lebend raus. Ja. Haha. Holztisch. Ich kenne doch nichts von. Denkt der Mozart war ein. Verwechselt er gerade Mozart mit. Wer heißt nochmal dieser ultra krasse Künstler? Da Vinci? Da Vinci, ne? Picasso. Picasso meine ich. Der hieß doch Picasso Da Vinci, oder nicht? Was denn? Da steht doch Picasso Da Vinci. Ach so. Das sind 2 verschiedene Personen. Oh. Yo. Was schreibt ihr Lost? Was schreibt ihr Lost? Was schreibt ihr Lost? Hallo, checkt ihr was? Was würdet ihr bei Mozart großartig zeichnen? Zeichnet doch mal ein Netzwerk oder irgendeinen anderen Shit, Mann. Aber Sascha, Mozart ist ein Musiker gewesen. Ja, schön ist wie dies Welt. Wenn. Ich fühle mich so leer. Schirm gibt nur Kälte, keine Feelings, ich bin leer. Mehr, ich will immer mehr. Aber Menschlichkeit und Treue sind hier leider nichts mehr wert.
fühl mich so leer. Bisschen gibt nur Kälte, keine